Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Stardew Valley. Ja, ich gucke erstmal Computer, weil nach dem Aufstehen gehe ich immer an den Computer. Bereit zur Ernte 40. Nice. Unbewässerte Kulturen 8. Futtermittel 2. Höhle, ja. Nice, wir haben 40. Ich hoffe, das fängt sich jetzt hier langsam mal. Weil das Spiel wollte schon erstmal gar nicht starten und alles irgendwie und alles stotterig und alles kaputt, sag ich euch. Aber ich glaube, es läuft jetzt alles. Heute ist Eierwackelfest. Alter, das laggt aber heute, ne? Schön, guck gerade ein bisschen auf die Aufnahme. Chill deine Geschmeidigkeit. Ich muss heute noch mehr aufnehmen. Ist zwar schon spät, aber... Und es ist ja... Schon wieder. Aber irgendwie nur... Ich habe auch FPS-Einbrüche. Also ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie... Irgendwie Standard wird hier. Gut. Wir haben... Blumengöl. Jede Menge Blumenkohl. Okay, wirklich jede Menge Blumenkohl. Dann kann ich ja heute nicht mal mehr neuen Blumenkohl kaufen. Ach, warte mal. Wir können aber, glaube ich, auf dem Eierfest... Können wir, glaube ich, Erdbeeren kaufen, oder? Und Erdbeeren ist ja wohl viel pornorigiger als Blumenkohl. Ich meine, wir alle lieben Erdbeeren. Ich meine, wenn wir eine Wahl hätten zwischen Erdbeeren und Blumenkohl... Dann wären das ja wohl Erdbeeren, hoffe ich für euch. Nicht, dass ich euch damit irgendwie jetzt unter Druck setzen will, ne? Aber... Waren das schon alle? Rechnet mal zusammen, ja. Ja, mein Mathe. On point. Nur mein Computer heute nicht. Oh, eine. Was ist das? eine Granatabel. Braucht. Haben wir schon abgegeben. Wir brauchen Äpfel. Mich stört das. Mich stört es echt gerade. Stört es euch auch? Ich hoffe nicht. Wenn es euch stört, tut es mir natürlich nicht leid. Ha! Ich weiß. Ich bin ein fieser Bubble. Solange nichts abstört, ist alles safe. Ab und zu mal stottern. Ich kann euch nicht sagen, was Problem ist. Ich kann nichts sagen, was Problem. CPU-Auslastung ist ganz Standard bei 50%, also. Alter, ich hoffe, wir kriegen richtig Kohle für den. Für MC Blumenkohl. Oder seine Giftmorschel. Darf ich mal rein bei euch? Ist nett. Es ist wirklich sehr nett, dass sie mich reingelassen haben. Ich meine, die hätten auch einfach sagen können, nee, du verpiss dich, Junge. Hätten sie sagen können. Haben sie aber nicht, weil ich habe nette Hühner. Ich habe voll die netten Chicks. Oh Gott. Ah ja, das Stadtfest. Ja, ich werde gleich an den Eiern spielen. Ist in Ordnung. Ich muss erst nochmal gießen. Gießen? Ich muss hier mal gießen. So. Lompadomp. Dann gehe ich jetzt nochmal hier unten bei den Tieren. Alter, legt euch bitte nicht übereinander, ja? Danke. Oh, ist das Schwein fett? Oh, guck mal, du bist fett. Das ist einfach der beste Name für ein Tier. Ich freue mich mehr, als was ich sollte. Hey, grab mal einen Trüffel aus, Junge. Hast du hier schon getrüffelt? Nee, warte, hast du den Trüffel selbst gefressen, Junge? Ja, den Trüffel auch nicht reingebracht. Grunz mir nicht an. Grab einen Trüffel aus. Hab's ja wohl. Stille. Dann gucken wir mal zum Eierwackelfestival, wa? Wollen wir mal sehen, wie sehr wir Eier wackeln können. Beim letzten Mal haben wir ja gewonnen. Ich denke mal, wir gewinnen jetzt auch wieder. Weil einfach massiver Skill bei mir herrscht. Wenn es um Eier geht, da habe ich halt einfach Skill. Ob es bemalen ist, aufschlagen ist, runterfallen lassen. Ich kann auch sehr gut Eier runterfallen lassen. War auch immer eine meiner Spezialitäten. Hey, Shop. Erdbeersaat. Wächst in 8 Tagen und mehrfach. Okay, 40 war das, ne? Dann bin ich jetzt mal so frei und kaufe 40. Kann ich mir 40 leisten? Ja, ich habe 40. Okay, cool. Plüschhase. Hey Shane, einige dieser Eier werden erst heute Morgen gelegt. Siehst du, die sind noch warm. Oh, ich
Ich weiß nicht, ob ich das essen könnte. Ich weiß auch nicht, ob ich frische Milch trinken könnte von der Kuh. Ich schleiche mich einfach etwas später rein und esse etwas. Ich habe ein Auge auf den lecker aussehenden Kuchen geworfen. Nein, Linus, darfst du nicht. Hey, wenn du mich mit Eiern füttern willst, brauche ich scharfe Soße. Warum zum Teufel soll ich dich mit Eiern füttern, Pam? Was ist los? Oh Gott. Oh Mann, ich krieg da Bilder im Kopf, Alter, wie du da einfach halbnackt in deinem Wohnwagen liegst und ich dir dann langsam immer mehr Eier in deinem Gusche stecke und immer weiter, bis das ganze Eigelb schon unten vom Mund runterläuft und Mann, Pam! Hey Case, hast du meinen Karpfen-Regenbogen-Pastete probiert? Was? Es ist das Ei-Festival, nicht wahr? Verstehe ich nicht. Pam hat mich einfach out of order gebracht. Es fühlt sich toll an, nach diesem langen, kalten Winter wieder draußen zu sein, nicht wahr? Es mag ein bisschen langweilig sein, aber dieses Festival sind eine gute Gelegenheit, mit unseren Nachbarn in Kontakt zu treten. Weil sie wohnen immer nebenan, deswegen komme ich da nicht hin. Hast du jemals nach Schleimeiern gejagt? Das ist ja eine echte Herausforderung. Ja, wenn ich schleimige Eier will, fasse ich mir in die Hose, also so ist nicht. Ei, ein regnerischer Tag findest du Wels in diesem Gewässer. Es ist ein anspruchsvoller Fang, aber die Mühe lohnt sich. Hä? Wir sind auf dem Eierfestival. Kannst du mal aufhören, von Fischen zu reden? Ich bin kein großer Fan von Eiern, um ehrlich zu sein. Und ich bin kein großer Fan von dir. Wir haben es hier einfach noch nicht richtig hingestellt. Du kannst dich da nicht richtig reinstellen. Das geht nicht. Mit Anlauf. Hui. Oh Gott. Eier sind in Ordnung, aber ich würde davon abraten, 30 am Tag zu essen. Du bist so ein Witzbold. Gott, ey. Verpiss dich aus der Stadt, Junge. Ich mag den nicht. Ken scheint bei großen Versammlungen wie diese immer etwas nervös zu sein. Dieses Jahr habe ich für einige der Eier kleine Hosen und Hüte genäht. Die sehen bezaubernd aus. Ja, traumhaft. Glaubst du, dass du dieses Jahr die Eierjagd gewinnen wirst? Hey, ich habe sie letztes Jahr auch gewonnen. Hast du nicht aufgepasst? Hoffentlich kann Vince dieses Jahr ein Ei finden. Es wäre gut für ihn, wenn er das Gefühl hätte, ein Anwärter zu sein. Der kann nicht mal mehr ein Ei finden. Alter, wie wär's, wenn ihr das Kind dann einfach mal in der Regentonne ertränkt? Weil es scheint ja nichts zu bringen. Ich möchte in einem großen Ei leben. Ja, Regentonne. Ich werde mein Bestes versuchen, dieses Jahr zu gewinnen. Ja, gegen mich habt ihr keine Chance. Mir sind Kinder egal. Ich mach dich auch fertig. Pass auf, dass du nicht versehentlich ein Raben einnimmst. Die werden für den Rest ihrer Tage ein Groll gegen dich hegen. Ah, der Punsch ist nicht so gut wie letztes Jahr. Es fehlt etwas. Entschuldigung, ich musste gerade auch nicht pinkeln. Was? Hallo? Hühner legen die Eier, aber auch Hähne spielen eine wichtige Rolle. Sie schützen die Hennen und verhindern, dass sie miteinander kämpfen. Das bedeutet glückliche Hennen und bessere Eier. Stimmt das? Kämpfen Hennen gegeneinander? Mögen die sich nicht, wenn sie Eier legen? Sehen die sich da als Konkurrenz? Evelyn hat Eier und Lauch zum Frühstück gemacht. Ich bin also gut gelaunt. Freut mich für dich. Hast du Hühner auf deinem Hof? Ja, klar. Gut, ich bin sicher, sie legen die köstlichsten Eier. Hä? Was soll das denn jetzt? Baggerst du mal nicht meine Eier ein? Ich frag mich, was mit meinen Arm und Bein passieren würde, wenn ich 30 Eier am Tag essen würde. Sie würden ausfallen und so aussehen wie deine Freundin hier. Oh, ich muss mich doch noch am Hasenstand fotografieren lassen. Sind meine Haare gut aus? Nein, aber das sahen sie sowieso nie. Also macht das nichts. Fällt keiner auf. Sieht immer scheiße aus, Mädel. Weißt du was? Ich vermisse irgendwie den Winter. Es ist einfacher in gewisser Weise. Na klar, den ganzen Tag zu frieren. Oh, meine Nasenallergien. Er hat eine Allergie gegen Nasen. Denkst du, ich bin zu alt für die Eierjagd? Nein. Ja, ich denke schon. Wenn ich immer noch Spaß habe, warum aufhören? Ja, genau, ist wie beim Sex. Wenn man immer noch Spaß hat, warum aufhören? Guck mal, dieser unsagbare Knilch da hinten. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an, wo er rumläuft. Was will der hier hinten?
schnüffelt bestimmt wieder in den Postkästen von anderen rum. Oh, Müll. Kann ich nicht machen. Weißt du? Du widerst uns an. Du widerst uns an, Kumpel. Ernsthaft. Du bist wie Bär. Niemand in dieser Stadt mag dich. Wobei, ich glaube, du wirst mit Emily zusammenkommen, oder? Wobei, gibt das hier zusammenkommen? Naja. Ich glaube, wir haben mal mit allen gequaddelt, ne? Ich glaube, wir haben mit allen gequackt. Okay, ich bin bereit für meine Eier. Und meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit sind? Ja, lass uns anfangen. Los geht's, Alter. Eier! Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder, Alter. Jetzt chillt eure Scheißgeschmeidigkeit. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden wollt und gegen die Erwachsenen hier gewinnen wollt, ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum die ganzen Erwachsenen noch mitmachen, aber ist ja auch scheißegal. Würde halt doof aussehen, wenn nur zwei dumme Belger hier... Ihr müsst mal mehr Kinder machen hier. Seid ihr alle bereit? Ja, dann lass die Eiersuche beginnen. Ah, aus dem Weg! Hi. Denkst du, ich bin zu alt? Nein, immer noch nicht. Ich muss Eier sammeln, Mann. Quatsch mich nicht an. Ich weiß doch gar nicht, wie Eier aussehen. Da ist ein Ei. Ei. Piss dich, Kind. Da, Ei, hau ab. Ich habe auch ein bisschen Eiter gefunden. Ist das auch in Ordnung? Ist fast genauso gut, wa? Alter Mädel, ganz ehrlich, ich weiß, wir sind ein Pärchen, ne? Aber wenn es um Eier geht, ne, da kenne ich hier keine Frendos. Ich finde hier keine Eier mehr. Das ist ein Weg, du Stein. Ich werde nicht gegen Kinder verlieren. Ich werde nie gegen Kinder verlieren. Aus dem Weg, du Tisch! Was ist denn jetzt los? Warum ist da ein Tisch? Wow, das war knapp. 9. Ich hoffe, 9 lang. Das war nicht so gut. Wow, schaut euch all die Eier an. Ja, ist wie damals im Swingerclub bei dir, war Louis? Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, den Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauerste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Ich mache den Witz jedes Jahr, weil ich einfach scheiße bin. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Es ist mal wieder Case. Er hat mal wieder die Kinder nicht gewinnen lassen. Fuck off, Kinder, Alter. Ehrlich. Hier ist dein Preis. Viel Spaß. Ganz ehrlich, was sollen denn die Kinder auch mit 1000 Geld? Kaufen sich das sowieso nur Koks und Nutten von. Würde ich niemals tun. Juhu! Ich habe wieder erfolgreich gewonnen. Die Kinder haben einfach gar keine Chance gegen mich. Das ist mir, ne? Ich will gar nicht, dass die Kinder gewinnen. Ich will gar nicht, dass die Kinder Erfolgsgefühle in ihrem Leben haben. Sind ja nicht meine Kinder. Ist mir doch wurscht, was aus denen wird. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sowieso aus denen nichts wird. Ich habe einen Fisch gehört. War bestimmt eins der Kinder. Eins dieser fischigen Kinder. So, hat er noch einen Trüffel ausgegrapst oder was? Sag mal, Schwein, du bist jetzt erwachsen. Jetzt musst du auch langsam mal trüffeln, ne? Ist aber auch schon spät. Also wir müssen eigentlich auch gleich ins Bett. Machen wir auch gleich. Wir verkaufen noch unseren Schlunk. Da werden wir sowieso jetzt gleich noch ein bisschen Geld verdienen, denke ich mal. Ich guck noch mal einmal in meinen Laden rein, hier in den Ding. Siehst du? Was fertig. Der gute eingelegte Reis. Wobei eingelegter Reis immer noch unsagbar eklig klingelt. Und wir brauchen noch Stoff für... Wo habe ich den Stoff eigentlich? Den hier mit drin? Da ist eine Schatzkiste, die ich einfach nicht verkaufen will, weil es eine Schatzkiste ist. Hier, 2 Stoff. Ich glaube, wir brauchen auch 2 Stoff, oder? Können wir morgen eventuell eine Mühle bauen? Mal schauen. So, jetzt geht's aber erstmal ins Bett, weil es ja schon spät. Und ich weiß, Eventfolgen sind immer ein bisschen kürzer.
So, wir haben 12.410 Geld gemacht. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Also morgen. Tschüss.